Sie sind hier, 23. August 2018, 19.29 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern verkleinern der Osnabrücker Mark Haider, rechts wurde freigesprochen Urheberrecht Getty Images Mark Haider vom VfL Osnabrück sowie Eddie Menga und Tobias Villas sind wegen des Verdachts der Spielmanipulation und versuchten Erpressung freigesprochen worden. Das Amtsgericht Osnabrück hat Mark Haider vom Drittligisten VfL Osnabrück vom Vorwurf der Spielmanipulation freigesprochen. Die Richterin sah für die Vorwürfe der versuchten Spielmanipulation und möglicher Erpressung bzw. Beihilfe zur Erpressung gegen Haider sowie die ehemaligen Osnabrücker Profis Eddie Wakumenga und Tobias Villas keine Rechtsgrundlage. Die Richterin konnte der von der Staatsanwaltschaft vorgetragenen Argumentation nicht folgen und sprach die Spieler frei. Haider und seinen ehemaligen Teamkollegen wurde vorgeworfen, den damals abstiegsbedrohten Ligakonkurrenten Werder Bremen 2 und Rot-Weiß Erfurt Schützenhilfe angeboten zu haben. Laut Anklage sollen die Spieler Geld dafür verlangt haben, dass Osnabrück im letzten Saisonspiel 2016/17 den ebenfalls abstiegsbedrohten SC Paderborn schlägt. Entscheidend für das Urteil waren die Ausführungen von drei Zeugen, die die drei Spieler von den Vorwürfen entlasteten. Von Sportinformationsdienst.